liebe Stockach. Ich lebe hier und wollte nirgendwo sonst leben, weil es eine unglaubliche Vielfalt bietet. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, bin wieder nach Jahrzehnten zurückgekehrt. Es ist einfach schön hier. Ich mag Stockach. Die Stadt selber erzählt Geschichte, wenn man genau hinguckt. Jedes Haus hat so eine eigene Geschichte. Ich bin wirklich mit Herzblut hier Stadtführerin. Ich liebe diese Stadt und so die kurzen Wege hier. Stockach hat eine super Situation, was Schule und Kindergärten anbelangt. Ein toller Stadtgarten. Also für eine junge Familie, die hierher zieht, ist alles geboten. Hier in Stockach und in der Umgebung hat man einfach alles, was man zum Leben braucht und hat trotzdem noch diese ländliche und schöne Idylle außenrum. Und wir lieben es einfach, die Zeit vor allem auch draußen als Familie zu genießen. Ja, also in Stockach bin ich eigentlich am häufigsten hier in dem Bikepark, weil ich mein Hobby ausführen kann und ja, es einfach Spaß macht, hier zu fahren. Auf mich trifft hier der Satz, in Stockach bleibt man hocken, perfekt zu. Ich bin hier, weil ich vor 30 Jahren die Perspektive gehabt habe, mich hier beruflich niederzulassen. Und fühle mich auch hier als ortsansässiger Metzger und Einzelhändler sehr wohl und gut aufgehoben. Ich bin hier seit 2014 in Wahlwies Ortsvorsteher. Und ich denke, dass wir in der Zeit schon einiges bewegt haben. Stockach und die Ortsteile. Lässt sich sehr, sehr gut zusammenarbeiten und alle außenrum wissen auch, dass wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, sind wir, glaube ich, für die Zukunft ganz gut aufgestellt. Ja, jetzt sind wir 31 Jahre hier. Es hat sich total bewährt. Die Mitarbeiter sind wahnsinnig unternehmensverbunden, sie sind uns treu, sie fühlen sich gut in der Region. Rund um Stockach ist das Leben lebenswert. Es gibt viel Kultur. Also es funktioniert hier einfach das gesellschaftliche Miteinander. Die Geschichte dieser Stadt ist wirklich eine Fundgrube für mein Arbeiten als Museumsleiter und Stadtarchivar. Wir haben eine ganz bedeutende Kunstsammlung, Heinrich Wagner, die Zitzenhausener Terrakotten und viele weitere spannende Objekte, die wir hier regelmäßig in neuen Ausstellungen präsentieren können. Und es macht einfach Spaß, auch zu sehen, wie die Menschen Freude daran haben. Also an Stockach weiß ich besonders zu schätzen, das familiäre Netzwerk. Jemand, der irgendwie was in die Wege leitet, was macht, soll Unterstützung genießen. Die geben sich alle so viel Mühe, sich alles Ehrenamt und das zu unterstützen, ist eigentlich das große Plus von Stockach. So ein Netzwerk im Hintergrund zu haben, das einem hilft, ist einfach unbeschreiblich und eigentlich unersetzlich. Stockach ist für mich die Stadt, in der ich eine unfassbar schöne Schulzeit hatte, aber vor allem auch die Stadt, in der ich schon sehr lange in Vereine eingebunden bin. Ich bin Mitglied in der Stadtmusik seit 2007 und gemeinsam Musik zu machen und kreativ zu sein, das verbindet. Stockach ist der Ort, an dem ich meine Familie und meine Freunde vielleicht auch nach längerer Zeit wieder treffen kann. Die zahlreichen Feste bieten dafür tolle Möglichkeiten. Die Fasnacht ist einfach ein wichtiger Teil von Stockach und sie macht auch unheimlich viel Spaß, weil es eine Unterbrechung im Jahr ist, wo man einfach ganz anders sein kann als den Rest vom Jahr. Das Besondere an der Stockacher Fasnacht ist, dass ganz alte Traditionen hochgehalten werden und trotzdem aber immer wieder Raum für Neues ist und ganz viel Kreativität und Spaß. Ich bin im Nahengericht und Nahengericht so in der Form gibt es tatsächlich nur hier. Das macht Stockach auch aus, dass man eben für jede vielfältige Gruppierung, für jede Interessensgruppe etwas findet und so ein Heimatsgefühl wiederkehrt und man sich eben in Stockach zu Hause fühlt. Es ist alles da. Wir haben ein Krankenhaus, um das uns viele beneiden. Einfach auch die Lage am See. Und wenn man heute aus dem Fenster guckt, dann haben wir auch ganz oft richtig tolles Wetter. Der Stockach als Gemeinschaft trägt auch sehr gut. Und es ist auch viel kulturell geboten, muss man wirklich sagen. Es hat für jeden was, es ist sehr facettenreich und dementsprechend findet jeder so sein Eckchen in Stockach und bleibt dann eben auch in Stocken hocken.
Es gibt sehr viel Freizeit, Kultur, Geschichte. Man hat alles einfach hier im Gesamtpaket und will nie wieder weg.